Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit. Floki! Floki! Pata hat Kotz verloren, wusst nicht vor sich. Pata hat Kotz verloren, wusst nicht vor sich. Schreit im Kloster Oma Tum, Floki, wo bist? Bist du im Keller drum, oder am Chor? Schreit im Kloster Oma Tum, Floki, wo bist? Bist du im Keller drum, oder am Chor? Floki! Brüder, sei narrisch worn, wegen dem Schron. Brüder, sei narrisch worn, wegen dem Schron. Ohne Gott launig ich nicht zum Datron, wenn er sein Flockilein, nicht kund davon. Ohne Gott launig ich nicht zum Datron, wenn er sein Flockilein, nicht kund davon. Stadt seit Stadt, Flockel ich brav. Brüder seit Stadt seit Stadt, Flockel ich brav. Flocki, ich pumpel gesund, schaut's nur geschwind her. Sitzt jo im Kreuzhof drin, passt auf a Maus. Flocki, ich pumpel gesund, schaut's nur geschwind her. Sitzt jo im Kreuzhof drin, passt auf a Maus. Hitze, Trockenheit, Tornados, zerbröckelnde Gebirge und Gletscher, das alles hat uns betroffen gemacht in diesem Sommer, hat uns emotional herausgefordert. Die große Frage drängt sich auf: Ist diese Welt noch zu retten? Wird Fridays for Future ausreichen, um eine Trendumkehr zu bewirken? Es gab einen bereits vor 800 Jahren, der eine völlig anderen Weg aufgezeigt hat. Franz von Assisi. Der kleine Arme aus Assisi hat sich aufgemacht, um den Menschen einen anderen, einen ganz neuen Weg zu zeigen, nämlich die Achtsamkeit vor jeder Kreatur, vor jedem Menschen, vor der ganzen Schöpfung Gottes, vom kleinen Würmchen bis zum Wolf von Gubbio. Alle sind Mitgeschöpfe. Und das ist der Punkt. Wir sind nicht da auf der Erde, um zu herrschen, die Erde in dem Sinne untertan zu machen, sie zu zerstören, sie auszubeuten, um mit ihr auch uns zu vernichten, sondern wir sind da, um sie zu pflegen, sie zu bebauen, von ihr zu nehmen, von ihr zu leben. Das ist die Botschaft des heiligen Franz, den wir heute feiern. Der 4. Oktober ist nicht umsonst auch Welttierschutztag. Aber ich möchte das ausweiten. Schutz der ganzen Schöpfung, des Menschen und jeder Kreatur. Je mehr wir aufeinander achten, je mehr wir demütiger werden in unserem Auftreten, in unserem Sein auf dieser Welt, in der Zeitspanne, die uns geschenkt wird, umso mehr
wird diese Welt eine Zukunft haben. Umso mehr werden auch morgen noch Kinder lachen, die Schönheit der Schöpfung bestaunen können und ein gutes Morgen haben. Franz von Assisi hat vor 800 Jahren das in Einfachheit und in großer Sympathie mit allem, was lebt, und vor allem in seiner großen Sympathie für den Schöpfer Gott gelebt. Ein großes Loblied hat er anstimmen wollen. Es hat ihn gedrängt, die ganze Schöpfung zu besingen im Sonnengesang. Herr, sei gelobt für all das Schöne, das uns umgibt, das du geschaffen hast. Für Sonne, Mond und Sterne, Mutter Erde, den Wind, Feuer, Wasser, die Kräuter, alles, was uns nährt, alles, was uns leben lässt. Kehren wir um, wie Franz von Assisi, in kleinen und größeren Schritten, und beginnen wir bei uns selber, damit wir gemeinsam ein Morgen haben in unserem Haus, das wir Erde nennen, das Gott, der Schöpfer, uns anvertraut hat.